Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Ebenen im Affinity Designer erstellen könnt bei euren Schnitten. Und zwar habe ich jetzt hier meinen Schnitt soweit schon eingefügt. Das könnt ihr ja von den anderen Videos schon raussehen. Meine Linien sind jetzt auch schon auf 4 Punkt stark. Und jetzt geht es eben darum, wir wollen Ebenen erstellen. Und dafür müssen wir erst einmal Ebenen anlegen. Hierfür klickt ihr einfach hier oben auf Ebene und dann sagt ihr hier eine neue Ebene anlegen. Das geht auch mit Steuerung Alt und N. Und dann legt ihr euch hier rechts eine neue Ebene an und die können wir dann auch entsprechend umbenennen. Einfach mit Doppelklick drauf. Und dann sagen wir hier zum Beispiel, das ist jetzt die Ebene Beschriftung. Dann machen wir eine neue Ebene, die nennen wir 110, das ist dann unsere Größe. Ihr könnt natürlich auch hier Rechtsklick reinmachen und sagen neue Ebene, dann haben wir die 116 und noch eine neue Ebene mit der 102. Upsala, natürlich reinklicken, 122. Jetzt haben wir uns diese drei Ebenen angelegt. Zur besseren Übersicht kann man ganz einfach hier rechts die Ebenen abklicken, dann sehe ich später, okay, wo sind jetzt meine Schnitte hin verschoben. Dafür einfach hier ganz rechts die Häkchen rein bzw. raussetzen. Im Augenblick sind alle unsere Objekte auf dieser Ebene 1 hier hinterlegt. Das ist also die Grundebene, wo wir unsere Schnitte alle eingefügt haben. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das machen könnt, wenn der Schnitt unterschiedliche Farben hat. Hierfür wählt ihr einfach ein Objekt Teil aus. Ihr markiert natürlich zuerst nochmal alles. Hier rechts sehe ich, dass alles gruppiert ist noch. Das haben wir ja ganz am Anfang, habe ich das in dem Video auch gezeigt, mit dem A4 zusammenkleben. Natürlich müssen wir jetzt erstmal noch die ganzen Gruppierungen aufheben. Dafür könnt ihr einfach mit STRG A alles markieren. Und dann könnt ihr einfach hier sagen, Rechtsklick, Gruppe auflösen. Oder aber ihr macht das mit STRG, Umschalt und G-Taste, dann funktioniert das genauso. Und wenn natürlich mehrere Gruppierungen drin sind, dann müsst ihr die einzeln entsprechend auch noch aufheben, bis eben keine Gruppierungen mehr vorhanden sind. Wir können jetzt auch hier, wenn wir alles markiert haben und hier unten einfach mal reinklicken, dann kann ich es hier jetzt auch so machen, dann muss ich nicht alle Gruppen einzeln auflösen oder nach und nach, sondern kann hier auch sagen, ich möchte alle Gruppen gesamt auflösen und jetzt habe ich wirklich keinerlei Gruppen mehr. Dann wähle ich jetzt hier eine Schnittlinie aus. Ja, in dem Fall habe ich jetzt hier die grüne Linie ausgewählt. Dann gehe ich hier oben auf Auswählen. Sag Gleiches auswählen und dann muss ich eben schauen, was ist denn gleich? Ist die Füllfarbe gleich, die Konturfarbe gleich, Füll- und Konturfarbe, Konturbreite, Transparenz, Mischmodus, Form, Name oder Markerfarbe. Da muss ich einfach ein bisschen durchprobieren. In dem Fall ist es jetzt bei uns die Kontur, das sehe ich hier links. Da sehe ich, die Kontur ist hier farbig und bei der Füllung ist es dieser rote Querstrich und das bedeutet, diese Linie hat keine Füllung. Also ist es bei uns die Konturfarbe. Und wenn ich jetzt hier auf Konturfarbe gehe, dann wählt er mir also jetzt einmal hier das Grün aus und einmal hier das Grün aus. Und jetzt kann ich das Ganze in die andere Ebene verschieben. Das geht jetzt in dem Programm hier mit der Funktion Ausschneiden. Das heißt entweder auf Bearbeiten, Ausschneiden oder die STRG und X-Taste drücken. Dann geht ihr in eure Ebene zurück, in dem Fall also die 110, klickt die an und mit STRG V könnt ihr jetzt die einfach einfügen oder aber eben über Bearbeiten. Und die ist jetzt nicht sichtbar, weil ich ja vorher die Ebene ausgeblendet habe. Wenn ich die jetzt wieder einblende, dann sehen wir die Ebene und sehen, dass das also in diese Ebene 110 rein verschoben wurde. Jetzt schaue ich mir die rote Farbe an. Auch hier gehe ich jetzt einfach auf Auswählen, Gleiches auswählen, Konturfarbe. Sag auch hier wieder STRG X. Gehe hier ganz nach oben in die zweite Ebene. Sag STRG V, dann fügt es mir dort wieder ein. Und das gleiche Spielchen machen wir noch mit dem blauen. Gleiches auswählen, Konturfarbe, STRG X. Einmal nach ganz oben scrollen, STRG V.
Und wenn ich jetzt die Ebene 1 einfach mal ausblende, ein bisschen rauszoome und mir jetzt die 122, die 116 und die 110 einblende, dann sehe ich, sind mir dort die drei Ebenen wieder drin oder die drei Farben in der entsprechenden Ebene. Bei der Beschriftung kann ich das natürlich dann genauso machen. Hier kann ich jetzt einfach beigehen, einfach die Beschriftung entsprechend markieren. Ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, die gruppiere ich mir gleich mal, dass ich hier eine Gruppe habe mit Steuerung X hier raus und einmal hier mit der Laufleiste nach oben bei der Beschriftung wieder einfügen und schon habt ihr sie in der Beschriftungsebene drin und eben nicht mehr hier in der Gruppe 1. Das müsst ihr jetzt entsprechend machen für die ganzen einzelnen Farben. Wenn natürlich die Farben jetzt unterschiedlich sind, also es sieht zwar alles grün aus, aber die Grün einfach sich ein klein bisschen unterscheidet, dann funktioniert das nicht. Dann müsstet ihr wirklich diese Objekte wiederum manuell markieren. Was ich jetzt beim Affinity Designer noch nicht gefunden habe, ist die Sortierung bzw. Markierung nach unterschiedlichen Mustern. In dem Fall habe ich ja hier einen Schnitt, der unterschiedliche Muster hat, aber eben alles in Schwarz. Ich habe zwar die Möglichkeit über Auswählen und gleiches Auswählen verschiedene Punkte auszuwählen, allerdings passt jetzt dort nichts auf Muster. Und somit können wir diese Positionen also nur einzeln markieren. Das heißt, ich klicke einfach eine Kurve an, drücke dann die Steuerung und Shift-Taste und markiere jetzt einfach die weiteren Objekte und mache dann auch hier Steuerung und X. Klicke in die andere Ebene rein, füge mir das dort ein und das gleiche mache ich jetzt auch mit den anderen Größen. Und es gibt auch noch eine Möglichkeit, das Ganze mit Inkscape und Affinity zusammen zu machen. Das zeige ich dann nochmal in einem separaten Video. Also ihr könnt im Prinzip zuerst in Inkscape euch diese Muster in die entsprechenden Ebenen aufteilen, weil es dort einfacher und schneller geht, und dann im Prinzip die Weiterbearbeitung mit Affinity durchführen. Wie gesagt, ich verlinke euch dann, sobald ich das Video online habe, hier noch oben drin, und dann könnt ihr euch das entsprechend anschauen, wie das mit den beiden Programmen zusammen funktioniert. Alternativ beim Text hier kann man jetzt auch auswählen, weil hier tatsächlich der Text auch als Text drin ist. Das erkenne ich hier vorne an diesem A. Dann kann ich jetzt auch beigehen und hier einfach sagen Auswählen, und zwar Objekt auswählen. Hier Grafiktext. Jetzt markiert er mir also sämtliche Texte. Mache auch hier wieder Steuerung und X. Versetze mir das in die Beschriftungsebene. Und wenn ich mir die jetzt kurz ausblende, dann sehe ich, okay, wo fehlen mir jetzt eventuell noch irgendwelche Linien, die ich gegebenenfalls noch benötige. Und wenn ich jetzt einfach die Ebene 1 mal ausblende und nur die Beschriftungsebene einfüge, dann sehe ich jetzt zum Beispiel, okay, er hat mir natürlich jetzt hier diese Zahlen auch noch mit als Text markiert. Die kann ich jetzt aber auch einfach einmal kurz anklicken und einfach weglöschen. Das kommt aber auch, wie gesagt, hier drauf an, wie der ganze Text gestaltet ist. Wenn ihr natürlich ein Schnittmuster habt, wo der Text nicht als Text erkannt wird, sondern als Grafik, den müsstet ihr dann eben manuell euch verschieben. Und wenn wir jetzt hier noch die einzelnen Größen mit dazu einblenden, dann sehen wir also, das Ganze sieht nicht so schlecht aus. Da haben wir also schon viel drin. Das Einzige, was jetzt hier wirklich noch fehlt, sind oftmals diese Markierungslinien. Das wären jetzt die Linien, die hier auf der Ebene 1 noch hinterlegt sind. Die können wir jetzt auch einfach in die Beschriftungsebene rüberschieben. Dann habt ihr sie für alle Ebenen drin. So, jetzt wären zum Beispiel für alle Ebenen diese Stoffbruchlinie hier drin. Wenn ihr es natürlich schön haben möchtet, dann könnt ihr auch hier diese Knotenpunkte miteinander verbinden bei den anderen beiden Größen. Das zeige ich euch in dem Video Linien verbinden. Da zeige ich euch, wie ihr das Ganze macht.
Das gleiche ist natürlich hier bei dem Rock. Da würde jetzt hier auch noch diese Verbindung fehlen. Genau, das jetzt erstmal zu dem Thema Ebenen erstellen. Wie gesagt, die Ebene 1 kann man dann einfach rauslöschen, wenn man die nicht mehr benötigt. Einfach mit Rechtsklick löschen. Dann müsst ihr, dann habt ihr einfach alles, was auf der Ebene 1 war, weg. Würde ich aber wirklich nur machen, wenn man sich sicher ist, dass sonst nichts weiter fehlt. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Anleitung. Abonniert gerne meinen Kanal und gutes Gelingen bei euren Projekten.